So, was gibt's zu trinken? Was gibt's zu trinken? Dazu kommen wir gleich. Wir brauchen ja noch ein Intro. Es gibt tatsächlich Menschen, die kennen dich nicht, ne? Das glaube ich nicht. Also wer im Essen und Trinken nicht mich kennt. Der hat was falsch gemacht. Ja, aber jeder fängt ja irgendwo an, weißt du? Ja, klar. Also dann mit Qualität. Eben, deshalb sind wir hier. Also, deswegen, Ralf, man kennt dich als erfolgreichen Verleger. Man kennt dich als Großgrundbesitzer im Rheingau. Und man Mosel, im Rheingau. Genau, Mosel bitte auch, richtig, ja. Richtig. Und man kennt dich als Karate-Schwarzgurt. Nebenbei. Aber was die wenigsten wissen, ist, dass du ja auch von Wein Ahnung hast. Das weiß ich nicht, aber ich sage mal, ich glaube, dass ich einen gewissen Übersicht habe, die gänzlich über das durchschnittliche Niveau geht. Gut, genau. Ich wollte mit dir mal ein bisschen über das Thema Qualität sprechen, weil ich habe von dir schon ganz, ganz oft in verschiedenen Settings immer das Wort gehört oder das Framing Qualität, Qualität. Das ist ein Wein von hoher Qualität. So eine Qualität von Wein findet man selten. Und ich finde das irgendwie so ein Begriff, der so ein bisschen alles und nichts heißt, wo ich glaube, sich der eine oder andere manchmal denkt, ja, was ist denn das jetzt? Das verstehe ich. Ich muss vorweg sagen, dass Qualität auch das meist missbrauchste Wort in Deutschland ist. Okay. Das ist so. Das ist massiv vergewaltigt worden, weil jeder versucht, Qualität vorzuschieben für das, was nicht Qualität ist. Ich benutze seit ein paar Jahren Exzellenz, darum taucht das Wort als Modewort scheinbar auf, weil es gibt jemanden, der natürlich Begrifflichkeiten benutzt, um Sprache einzusetzen, obwohl Sprache nicht die stärkste Waffe ist, die ich besitze. Aber mit Sprache muss ich jetzt umgehen. Und Qualität ist natürlich erstmal eine Frage der Haltung. Damit differenziert man sich etwas, was ist. Und das große Missverständnis ist an dieser Stelle, was Exzellenz und Qualität ist, ist die Belastbarkeit. Und das gibt da verschiedene Indikatoren, wo ich immer sage, nennen wir mal das Beispiel, was ist wirklich tolle Qualität? Dann können wir natürlich gerne diskutieren, ist ein Brot oder besser ein Brot mit Tartar und einem tollen Kaviar, ist eine tolle Qualität. Stimmt, kann sein. Aber wenn wir Qualität reden und Sie das falsche Brot haben und das falsche Tartar und schlechten Kaviar, dann ist das zwar gefühlt eine Top-Qualität, ist aber im Gänze nicht gut, weil da kann ein einfaches Brot, was mega Brot, mega Butter ist, mit gutem Schnur, eine bessere Qualität haben. Und das heißt, das hat uns gelernt vom Menschen gegenüber Affen. Ich sage das nur deshalb, weil provokativ jetzt gerade wieder so viele Filme zu diesem Thema rauskommen, nämlich Denkmuster zu entwickeln, die geschmacklich und adipös sind, um einfach zu sagen, das ist nicht das, um was es hier geht. Und ich glaube, das führt man in Deutschland nicht genüge. Und gerade in der jetzigen Zeit lässt man sich schnell abwimmeln an der Stelle, weil ich glaube, gerade Qualität, Exzellenz, gute Produkte und gerade da auch Widerstand zu führen, hat einen Mehrwert. Mehrwert bedeutet für alle auch mehr Schöpfung in dem Gänze, bedeutet auch mehr Wohlstand, darum glaube ich auch an der Stelle, weil alles andere kannst du in Massenproduktion geben. Das können viele und die machen das auch gut. Ja. Ist aber nicht mein Thema. Gut, ich hab dir was mitgebracht. Das ist ein Wein, der, glaube ich, relativ bekannt ist. Okay. Und den habe ich jetzt ganz bewusst ausgesucht. Viel mehr sage ich nicht. Und ich möchte von dir eigentlich einfach mal ganz gern hören, wie ist es um die Qualität von diesem Wein bestellt? Und dann können wir ein bisschen diskutieren an dem Beispiel, das vielleicht ein bisschen besser festmachen, was ist Qualität und was ist eben nicht Qualität. Also, um vorweg zu sein, es ist ein Rotwein, den wir jetzt trinken. Das ist ein, warte, ja, es ist ein Rotwein, auch bei mir. Und wenn du sagst, er ist mehr bekannt, für wen ist es mehr bekannt? Weil das ist ja auch jetzt wieder eine sehr dehnbare Begrifflichkeit, weil es gibt ein Genre vom Publikum, die sagen, das ist nicht bekannt. Also vor 30 Jahren wäre Amselfelde ein Wein gewesen, der, glaube ich, 20 Millionen Mal verkauft hat. Dann würde man sagen, Racker hat damals in Deutschland das Rotwein trinken wollen. Ja. Da war das ein bekannter Rotwein für 6 D-Mark. Ja, also ich würde sagen, man kennt ihn in Deutschland. Alles Weitere, das können wir jetzt gemeinsam erörtern. Das würde mich auch sehr, sehr interessieren. Okay. Man kennt ihn in Deutschland. Man kennt ihn in Deutschland, genau. Das ist immer das Schöne. Es war eine interessante Geschichte. Ich hatte mal die Einladung von Gottschalk, wo man mich einladen wollte vor vielen Jahren zum Thema Sommelier. Ich sollte mal da dran in die Show kommen, sag ich, ja klar. Da sage ich, aber eine Sache mache ich nicht, damit wir uns gleich verstehen. Ich mache keine Blindverkostung mit. Er sagte, warum? Er ist ja logisch, ihr macht den alten Trick, trinkt 3 Blindweine. Der eine ist ein Supermarktwein, das andere die tollen, das andere ein super. Und falls ich bei dem mittleren gegenüber dem Supermarkt den Fehler mache, dass ihr da irgendwie macht und ich den nicht erkennen soll, dann sagt er, siehst du, der Sommelier hat auch keine Ahnung. Ja. So, an dieser Stelle ist das beim heiteren
Berufen haben, immer sehr schwer. Umgekehrt ist es aber so, wenn Weine eine Qualität haben, eine Wiedererkennbarkeit, eine Charakteristik, eine Markanz, eine Duftnote und eine Geschmacksnote, die irgendwie signifikant immer wieder widerspiegelt, kann man auch sowas wiedererkennen. Ich weiß ja gar nicht, ob ich den in meinem Leben schon mal getrunken habe. Das weiß ich auch nicht. Das weiß ich, Ralf, ich kenne doch deinen Weinkeller nicht. Darum geht es nicht, aber ich bin ja offen für alles, also ja, dass ich mich nicht verschließe. Aber ich bin ja zum Beispiel ein großer Fan auch für gut sortierte Supermarkt-Auswahl. Da gibt es überhaupt nichts dagegen zu sagen. Ganz im Gegenteil. Ja, das ist mit Sicherheit der erste Zugang, glaube ich. Also wenn man mit Wein anfängt, dann war für mich zumindest so, der ich nicht aus einer Weingegend komme, war der Supermarkt für mich der erste Zugang in die Welt von Wein rein. Ja, und das ist auch gut so, weil ich glaube, die Preis-Leistung, da sich viel getan hat und hat sich auch viel verbessert. Da gibt es ja sehr gute Abteilungen mittlerweile, da gibt es auch nichts zu sagen. Ist der ein bisschen zu warm? Bestimmt. Ja, warum hast du den so warm serviert? Das hat ja auch was mit Qualitätsmanagement richtig, zu tun. Das ist Qualitätsmanagement, richtig. Da habe ich versagt, ja. Vielleicht, aber man könnte da etwas tun, was man jetzt relativ schockierend nennen würde. Das war mal eine Situation mit meiner Frau im Urlaub. Da kam ein Winzer, Kellner, an, sagte, ich habe hier den tollen Rotwein, super, den wird mich super interessieren. Mach mal gleich auf. Der Kellner hat die Flasche aufgemacht, der Wein war dermaßen warm. Da habe ich gesagt, pass auf, jetzt machen wir mal etwas, was ihr sich nicht vorstellen. Hab einen Eiswürfel kommen lassen, hab den mal rumgeschwenkt, hab den Eiswürfel rausgekommen. Da sagt er, das können Sie nicht machen, Sie sind kein Weinkenner und. Also direkt ins Glas? Ja, klar. Okay, ja. Ein Eiswürfel, damit es einfach ein bisschen kühler wird. Ja. Das macht ja Sinn. Ich kann auch jetzt mal zwei Eiswürfel holen. Jetzt zeigen wir, was der Effekt ist. Weil, warum soll ich denn stundenlang warten, bis der Wein dann die Temperatur, weil ich sitze jetzt mit meiner Frau, will jetzt 2 Stunden, 3 Stunden nicht essen, eventuell bis der, weil er seinen Fehler hatte, den Wein falsch serviert und zu warten. Also versuche ich doch einen schnellen Kompromiss zu finden. Dann sage ich ganz ehrlich, benutze ich auch in dem schon unkonventionelle Hilfsmittel, um an Gemüse schneller ranzukommen, um die Qualität zu optimieren. Das habe ich nicht erwartet. Doch, warum? Also, dass du einen Rotwein in einen Eiskübel steckst? Klar, aber dass du einen Eiswürfel sogar in den Wein schmeißt. Ja, klar, das mache ich sofort. Ich hole den gerade mal. Und dann, aber musst du ein bisschen mehr einschenken. Ja, mache ich. Das wäre ganz nett, weil mit den kleinen Pfützen komme ich nicht so aus. Ja? Das kriegen wir hin. So, jetzt komme ich natürlich mit perfekten Wassereiswürfeln. Ja, die sind natürlich einfach da, die habe ich im Hause. Dann gehe ich einfach mal hin und mache mal so 1, 2. Das mache ich genauso. Nicht, weil ich jetzt so geizig bin, das würde reichen. Ja. Dann schwenken wir ein bisschen rum. Mhm. Und dann einfach ganz schnell, ein bisschen so. Dann geht man ein bisschen mit der Handwärme ran. Vorher war es ja warm. Mhm. Da warten wir noch mal ein bisschen. Passiert schon gut was. Und dann merkt man, dass die Fruchtbalance in der Nase etwas eleganter wird, weil Alkohol, wenn er zu warm ist, breit wird. Es wird ein bisschen dumpfnäsig, uncharmant. Jetzt kriegt er eine kleine Finesse. Das ist so das Gefühl. Wenn man jetzt sagen würde, gibt es da einen Zeitpunkt? Ich würde versagen, bei Rotwein dieser Form würde ich da auf etwa 15 Grad Glastemperatur gehen. Im Glas, das ist eine sehr gute... Ja. Das reicht dann jetzt und dann nehme ich das raus. Ich finde es gerade völlig faszinierend. Das wäre das Letzte, was ich erwartet habe, dass ich herkomme. Wir machen ein Video und reden über Qualität und 3 Minuten später haben wir Eiswürfel im Rotwein. Ja, aber das ist doch das, wie man unkonventionell mit... Okay, das... Entschuldigung, man darf auch nicht den Löffel ablöschen. Ich meine, wenn meine Mutter mich jetzt sehen würde. Aber an dieser Stelle, das zeigt aber, wie man auch mit Qualität umgehen kann. Warum soll ich nicht effektiv handeln, um die Qualität für mich besser zu machen? Es geht doch um mein Gefühl, es geht doch um meinen Qualitätsanspruch. Es geht doch um meine Bedürfnisse. Und wenn jetzt ein Kellner sagen würde, das war jetzt banausenhaft zu tun, okay, dann kann er gerne mit mir die intellektuelle Diskussion machen. Ich werde aber feststellen, dass dieser Wein, und ich glaube, das wirst du auch jetzt hoffentlich bestätigen, etwas charmanter ist. Auf jeden Fall. Ja, und das ist doch sinnvoll. Also ergreife ich eine Maßnahme, die hocheffizient ist. Ja. Und soll ich jetzt die Flasche, die ich jetzt wegstellen müsste, und ich das Pech habe, da stundenlang zu warten, weil er vielleicht das sagt, ich mit der Stelle im Kühlschrank auf 15 Grad und dann... Oh Gott. Ja, da würden bestimmt jetzt viele rumheulen und sagen, er ist jetzt verwässert. Das bisschen, vergiss es. Also da, also bitte verwässert, also lächerlich. Also das ist ja... Aber er kriegt dann so eine schöne Kirschtonität. Ja, richtig. Da wird die Fruchtkomponente elegant ausgegangen. Das heißt, die Kühle hilft der Frucht,
eleganter zu werden. Jetzt ist die Frage, was will ich? Ich will Eleganz, ich will Frucht, ich will Geschmack. Vorher war etwas breiter, schwierig zuzuordnen. Und es hilft natürlich auch vielleicht, die Traubenbestimmung festzustellen. Der Alkohol war vorher auch definitiv ein bisschen störend. Ja, weil der Alkohol, weil der flüchtig ist, in die Nase geht, machst du so breit. Und so sagst du, das kannst du auch bei der Uhrzeit. Wir haben ja kurz vor 19 Uhr, also ohne Essen, kannst du auch mal so ein Glas Wein als Schoppe trinken und sagst, das macht Lust auf mehr, weil er natürlich auch für mich eine spannende Nase bekommt. Mhm. Weil er natürlich auch jetzt in der Nase viel mehr Varianten zeigt. Ist es Sauerküche, Süßküche, was ist die Komponente? Also ich finde das, dann finde ich das spannender. Mhm. Also ich fand den jetzt spannender als vorher. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ich bin sowieso gerade sehr positiv überrascht. Oder überhaupt überrascht. Ich weiß ja, was es ist. Du weißt gleich, was es ist. Aber wir haben jetzt eigentlich noch kein Wort, wir haben jetzt ein bisschen über Qualitätsmanagement gesprochen, aber wir haben jetzt gerade noch gar nicht darüber gesprochen, wie ist es denn um die Qualität jetzt von diesem Wein bestellt? Ist das eine mittlere Qualität, ist es eine untere Qualität, ist es eine Einstiegsqualität, eine hohe Qualität, was ist denn das? Also, ich meine, das ist ja natürlich erstmal eine wunderbare, berühmte Fangfrage. Erstmal kann das keiner nachvollziehen, weil erstmal geschmacklich, man kann die Flasche dann hoffentlich kaufen, also müsste es auch eine Menge Volumen hin dran stecken, die auch belastbar zu finden ist, weil es nämlich dann nur die 360 Flaschen eines Winzers ist, der irgendwo da einen spannenden Wein gemacht hat, wird es nicht sein. Und die andere Frage ist natürlich, wie fängt man so eine Diskussion an? Ohne arrogant zu sein, ist es natürlich so, es ist wie mit allem, wenn man hervorragende Weine kennenlernt, ist es immer das Problem, dass man, wenn man, je mehr man in hervorragende Qualitäten reinkommt, das immer besser annimmt und auch versteht, warum sie toll sind. Man tut sich da sehr schwer mit Weinen, die nicht gut sind. Eins ist mal vorweg, der Wein ist gut. Der gefällt mir sogar. Mhm. Also, wenn er mir nicht also gefällt, gefällt auch relativ gut. Das fängt ja mit an. Also, ja. Es muss ja immer ein Bezug entstanden werden. Also, ich muss ja eine Beziehung mit dem Kameraden hier haben. Ja? Ja. Und wenn ich keine Dings habe, dann versuche ich das für mich so einzuordnen. Mhm. Man findet sich da in der Dings. Also, ich behaupte mal, das ist jetzt kein Australier, um das mal wegzuziehen, was auszubauen. Ist auch nicht die neue Welt, das ist eher alte Welt. Ja. Und dann versucht man sich ein bisschen einzuspielen. Ja? Ja, das ist ja im Endeffekt jetzt ja schon so ein bisschen Rätselraten. Man kann schon ausklammern. Rätselraten ist was anderes. Also würde ich sagen, dann würde ich ja umgekehrt anfangen. Ja. Ich meine, das spielt jetzt ja für Qualität eigentlich keine Rolle, wo er jetzt genau herkommt. Also klar, das ist auch immer schön. Nee, das stimmt, absolut richtig, fair enough. Das ist eine Sache, die darf man nicht, aber wir reden ja über den Wein. Ja. So, also, aber dann ist es natürlich so, große Qualitäten und gute Qualitäten gibt es natürlich auch in Australien und es gibt auch überall gute Weine. Das ist keine Frage. Dann wäre jetzt meine nächste Frage, da hast du schon ein bisschen gerade angeschnitten, weil du ja sagst, der muss ein bisschen Beziehung auch zu dem Wein finden, ihn kennenlernen. Warum reden wir eigentlich überhaupt von Qualitäten? Warum reicht es nicht einfach zu sagen, hey, das ist ein leckerer Wein und Punkt? Also damit wir uns verstehen, also ich habe schon als Sommelier früher gesagt, lecker, lecker trinke und lecker, lecker schmecke, weil das eine unkomplizierte Form ist. Das war damals obtön und man hat dann versucht, über das DWI, Deutsche Weininstitut, damals konstruierte Sprache zu entwickeln, habe ich mich immer dagegen gewehrt. Okay. Weil entweder hast du eine wissenschaftliche Voraussetzung, das ist eine schöne Sache, weil in der Überarbeitung von Franzels Weinschul, wir dies getan haben und auf Freude auf dem Stand weltweit Nummer 1, was dieses Thema von Aromenbeschreibung sind. Das ist, da bin ich auch sehr klar in der Form. Aber ich darf sagen, jeder hat ja seine eigene Sprache und jeder ist ein eigener Typ. Bei einer flapsigen Art, lustig sagt, lecker trinke, lecker schmecke oder mir schmeckt der. Oder ich habe auch früher mal so einen Begriff gehabt, hier geht der Punk ab. Das war so, da haben die gesagt, oh wow, hier geht der Punk ab. Das habe ich nie vergessen bei der großen Probe mit Michael Broadbent. Mhm. Und he said, oh, Ralph, my friend said, by this wine, here gets the punk up. Dann hat er das adaptiert. Das ist ja eine Art von humorvolle Form einer Würdigung, die ja positiv gemeint ist. Also es geht ja erstmal, versuche den Wein in einem positiven Licht zu setzen oder zu kritisieren. Ja. Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Faktor, die große Kritik in vieler Form in Deutschland ist, dass wenn sie in Universitäten, die es hier gibt, es gibt diese Form von Menschen, die sich mit Wein professionell begehen, es gibt auch im Bereich von Restaurants und so. Interessanterweise, unsere Mentalität entsteht immer darauf, die Kritik zu suchen, kritisieren, was passt nicht, was ist nicht gut. Man sucht das Fehler, man sucht dieses, was ist nicht in Ordnung, statt zu sagen den Mitgeschäften, was toll ist. Also nach dem Motto, ist das Glas halb voll oder halb leer? Oh, der Tag,
heute ein bisschen schwäch gewesen. Wunderbar, ist doch wunderbarer Sonnenschein, ist doch wunderbar geworden. Also das heißt, ich habe eine ganz andere Form, in die Sachen reinzugehen, weil ich nicht die Fehler suche oder das Negative, sondern was kann der Wein an sich für mich gewinnen? Wo macht er Lust und Laune, dass er für mich eine Berechtigung hat? Und dann versuche ich das dann für mich einzuordnen. Das ist so eine Form, wo ich sage, das macht mir Spaß, weiter über den Wein zu beschäftigen, weil sonst schlapper weg und das ist gut. Ja. Ist das aber eigentlich nicht völlig unabdingbar, wenn ich jetzt nach hoher Qualität strebe, dass ich genauso dran rangehe, dass ich überall so das letzte Quäntchen noch finde und das Haar in der Suppe suche? Ja, das ist eine Frage, wie ich damit vorhin gehe. Also ich will das mir mit anderen Dingen beschreiben. Ich glaube, man verkrampft an der Ecke dann sehr schnell. Und man ist auch in der Ecke des Suchenden nie finden. Weil das ist wie, ich beschreibe immer dieses Thema, wie kann ich 100% Geschmack erklären? Und wenn ich jetzt 100 Erdbeeren nebeneinander lege und jede Erdbeere hat 1% Geschmack mehr als die andere. Und die erste Erdbeere hat schon 100% Erdbeergeschmack. Dann fängt das Hirn an, wie kann denn 1% noch mehr sein? Noch mehr, noch mehr. Und dann fangen wir in den Denkvorstellungen, jetzt wird es aber schwierig. Da tun sich alle schwer. Und ich glaube, da fängt das ganze Thema an, wo die meisten sich im Wege stehen. Und das ist auch das Thema, wo ich auch eine Kritik sehe bei vielen, die zu viel falsche Informationen für sich aufbereiten. Weil statt sich auf den Wein emotional einzulassen, gefällt mir oder gefällt mir nicht, so wie man sich einlässt, ein Bild anzuschauen, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Oder die Musik, versuchen wir sofort in Maßnahmen zu kommen. Das sehe ich bei vielen Weinreisen, das sehe ich bei vielen Diskussionen. Da wird gesagt, ist das Barrique oder ist das nicht Barrique? Wie viel Holz, wie viel Cuvée-Anteil, so und so. Dann versucht man Informationsaufbereitung von irgendwelchen Dingen zu machen. Da habe ich Diskussionen anstellen, da gehe ich nach Hause, weil ich dann mich nicht mehr langweile. Weil es geht um die Sehnsucht, emotionalen Genuss zu empfinden und nicht das andere. Ja. Und ich glaube, da bin ich ganz anders aufgestellt. Das finde ich super spannend. Weil das kann ich komplett nachvollziehen. Ja? Ich kenne durch und durch diese Kreise. Ich glaube, ich habe mich da auch schon oft mit reinziehen lassen, dass man da in Runden sitzt und dann einen Wein nach dem anderen aufmacht und dann da irgendwie gefachsimpelt wird und man am Ende eigentlich gar keine Zeit gehabt hat, irgendwas zu genießen, weil man sich da so rein versteift hat, hier das und über jenes zu diskutieren und hier gegeneinander aufzuwiegen. Und Wie viel Chateau X, wie viel Holzanteil? Neues Holz, so viel. So viele starke Tours. Welches Cuvée-Tier? 75% Cabernet Sauvignon. 18%. Was hat das andere Chateau? Und dann versuchen sie mit der Herleitung in dem Wein was zu finden, was sie eh nicht gehen, weil das Produkt ja anders ist. Jahrgangsbezüglich, Ausbauform. Vielleicht ist der Merlot, der Cabernet Franc, Typizität anders als sonst. Also da muss ich sagen, da sind viele auf dem Holzweg. Aber jeder kann machen in der Welt, was er will. Und jeder Jack in Köln hat, ist anders. Und ich freue mich, dass die Leute sparsamer haben. Aber ich finde es einfach Zeitstillerei, weil ich einfach dann wieder zurückkomme zum Genießen. Ganz spannend. Die meisten lassen sich zu lange auch ablenken. Ja. So einfach ist das Leben. Cool. Das hab ich habe es eigentlich erwartet, dass es ein bisschen in eine andere Richtung geht, dass wir da fast ein bisschen mehr fachsimpeln. Aber ich finde Das ist kein Fachsimpel. Also willst du fachsimpeln? Ja. Wollen wir jetzt das große Florett rausholen? Können wir auch machen. Also es wird dann sehr spannend, weil das mache ich dann auch mal ganz gerne, weil mich dann, wenn ich meistens schlecht gelaunt bin oder kann ich auch mal da anfangen in die Tiefe, da können wir dann über diese Thematik ohne Ende reden. So habe ich es mir ja vorgestellt. Ich bin hergekommen, um deine Meinung darüber zu hören. Ja, aber Meinung hat ja nur mit einer Haltung zu tun. Ja. Und meine Haltung zu dem Thema ist, dass ich einfach sage, was soll ich denn das jetzt zerlegen, aufbauen? Schau mal, ist doch viel spannender. Guck mal gerade, was mit dem Wein passiert, weil es kommt noch einen anderen Vorteil. Den machen die meisten auch. Nochmal ganz wichtig, solche Weine dekantiere ich sehr gerne. Und das mache ich deshalb, weil Luft eine Veränderung hergibt. Und wenn man dekantiert und den Wein bei einer Temperatur, sage ich jetzt mal 14, 15 Grad, in den Keller steht, morgens öffnet, mittags noch hält und der hält abends. Also wenn der abends nicht hält, ist das eh Hühnerkacke, der Wein. Den kannst du dann eh wegschütten. Aber wenn der dann im Glas steht, hat er nochmal ein ganz anderes Aromenbild. Also ich vergleiche das mit folgender Situation. Ich nehme mich jetzt in den Schwitzkasten. Das geht ganz gut, das habe ich einen ganz guten Griff. Ja, hast du ja genau. Nach einer Minute 30 sagst du, Luft wird eng. Ja. Nach zwei Minuten wirst du links und sagst, jetzt spring mal. Ich gebe dir vielleicht, also mega nicht, aber dann sagst du, jetzt spring mal hoch. Ja. Dann sagst du, jetzt soll ich hier hochspringen und dann sagst du, jetzt sing mal ein Lied. Dann sagst du, So, wie geht's dem Wein? Eingeschlossen, schön gelagert, auf, kommt in ein Glas. Das ist ja, der muss ja ein bisschen empathisch werden. So wie so ein, einfach mal,
So, und Wein wird sich da in der Form, ich sagte mal ganz bewusst, vielleicht von sich aus entweder harmonisieren, entwickeln. Oder auseinanderfallen. Dann ist es ein ganz schlechter Wein. Oder kann sein. Aber das ist in der Regel seltener der Fall, als man denkt. Da sollte man mehr Vertrauen haben in Wein. Das ist alles kostenlos, was ich jetzt sage. Gell? Wirklich? Ja. Cool. Das Kostenpflichtige steht da drin. Sind übrigens wirklich, also das sind übrigens wirklich fantastische Bücher. Jetzt an der Stelle fürs obligatorische Product Placement. Das sind fantastische Bücher. Ich liebe die sehr. Die sind wunderschön und toller Informationsgehalt. Das Schöne an dem Wein, er kriegt immer mehr so eine schöne Breite auch im Gaumen. Das heißt, er wird auch einnehmender in der Zunge. Wichtig ist, es gibt auch noch was Wichtiges. Darum, Entschuldigung, bitte alle, die Verkoster, bitte nicht böse sein, aber Verkoster, es geht mir immer so. Kann ich überhaupt nicht leiden, das konnte ich als Kind nicht leiden. Dieses Geschmatze wie am einem Schweinedruck geht gar nicht, ist für mich vom Lautstärke auch nicht sinnlich. Mir geht es darum, trinken. Und was man machen muss bei so einem Wein, und das ist ganz wichtig, man verkostet, das ist eine Sache, aber man muss auch mal duften. Darum ist es ja toll, wenn man gute Gläser hat, das macht auch Sinn. Aber wenn man mal so einen Schluck trinkt, also so. Ein Wein über die Zunge laufen lässt. Und am Anfang, auch jetzt durch die Kühle gestellt, der hält immer noch sehr gut kühl, ja. Kriegt er so diese Kirschtonität, aber kriegt am Ende eine unglaublich wunderbare, nachhaltige Herbheit. Und er kriegt ein bisschen Struktur. Und dadurch beginnt es immer mehr spannender werden, weil ein großer Wein macht Folgendes. Er riecht fantastisch, er schmeckt im Gaumen hervorragend und hat einen langen Abgang. Der ist noch nicht gegeben, der ist sehr kurz hier, der bleibt in der Kehle hinten kurz weg, das ist keine Kritik, aber das merkst du, dass er nicht die Opulenz eines riesengroßen Weins hat, weil da springt er noch zu kurz. Das kann er vielleicht mit Altern kriegen, obwohl er natürlich bestimmt nicht zu alt ist, aber auch natürlich von der Methodik, das sieht man immer so ein bisschen an der Farbe, ausgebaut worden ist mit aller Inbrunst, man hat da sehr viel Energie in den Wein reingebracht, um alles rauszuholen, was da drin sein könnte. Jetzt eine andere Frage. Wir haben jetzt ja schon ein bisschen darüber geredet, über Qualität und darüber, dass Weine vielleicht manchmal einfach nur schmecken müssen und dass man die auch genießen können muss. Nicht muss, kann. Sollte. Dafür ist er da eigentlich, als Genussmittel. Also ist ein Genussmittel, ist kein Rauschmittel. Also das ist auch eine klare Mittel, obwohl man kann einen Rausch bekommen. Aber es geht um Genießen, ja. Gibt es denn Weine, also was es ja definitiv gibt, sind einfach sehr leckere Weine oder die Menschen lecker schmecken. Also lecker ist ja völlig subjektiv, nur noch viel subjektiver als Qualität, behaupte ich mal. Und es gibt ja mit Sicherheit sehr leckere oder Weine, die Menschen lecker finden, die jetzt aber nicht die höchste Qualität haben. Ja, weil, das gibt es und das ist halt, weil man, wenn man immer eine gewisse Art von Redundanz von gewissen Produkten mit, das ist wie schlechte Pizza, schlechte Nudeln, schlechte Fast Food, das ist redundante Verbrennung von mittelmäßigen Lebensmittelqualitäten, hat man ein redundantes Essen, also, und das ist bei Wein ähnlich, also die sind meistens zu süß gehalten. Ich sage immer nur, wer scheiße frisst, kann auch nur scheiße schmecken. Das ist ein harter Ausdruck, ich meine damit ganz brutal, wer sich nur Dreck reinmüllt, kann ja nichts Besseres rauskommen hinten, als das, was man dann irgendwann sieht. Das ist einfach nicht gut. So, und wer keine empathische Entwicklung hat, und da fangen wir schon beim Essen an, gute Qualität in Form von guten Produkten anzugehen, das ist ja beim Butterbrot der Fall. Oder bei gutem Gemüse oder bei Salat. Und da gibt es Leute, aber darf ich ganz ehrlich sagen, der Salat schmeckt mir gar nicht, obwohl er ganz frisch ist. Und die Salatsoße ist ja super toll gemacht. Aber das geht nicht meinen Geschmack entgegen. Ja, ganz klar, weil du hast vielleicht ein Fertigprodukt, da gibt es auch sehr gute. Da bitte, Fertigprodukte ist nicht immer gänzlich falsch. Ganz wichtig, es gibt auch sehr gute, aber es gibt halt auch maßvolle, also Mittelmaß, die einfach nicht lecker sind. Und wenn du das permanent konsumierst, dann hast du auch keine Qualitätsverständnis. Das ist wie, du betäubst dich auch mit schlechter Musik oder mit schlechter Kunst oder mit scheiß Typen. Und dann hast du auch keine gute Auseinandersetzung im Dialog. Das ist ja deine persönliche Entscheidung. Ja. Aber bitte tut mir dann ein nicht sprechen. Dann ist es keine subjektive Meinung, sondern ist es gar keine Meinung, weil nur wenn man sich mit Produkten beschäftigt, kann man sich objektiv äußern. Harte Aussage, aber verstehe ich. Ja, warum denn? Warum soll ich mich denn mit Leuten beschäftigen, die keine Ahnung haben, die sagen, das ist mein Geschmack? Ja, das ist kein Geschmack. Ja. Das ist ein Zustand ihrer Wahrnehmung. Sie haben sich damit beschäftigt. Ja. Gibt es denn auch Weine von sehr hoher Qualität, die einfach nicht lecker sind?
Also sagen wir mal so, es gibt Produkte, die in einer Geschmacksorientierung, Sortierung bestimmte Gaben haben, wo man sich schwer tut, zu erfassen, warum sie gut sein können. Also ich werde nie vergessen, ich war mal in einem Konzert von Mortier, das war einer der berühmtesten Intendanten der französischen Oper in Salzburg, Intendant, großer Mann, der hat eine Oper inszeniert, Franz von Assisi im Französischen, 5 Stunden ohne Pause, da waren 2000 Fernseher auf der Bühne gefühlt, ich bin noch 3 Stunden fix und fertig und bin aus dem Ding raus, das hat mich dermaßen fix und fertig gemacht, also, aber es hatte etwas und das ist manchmal das Verblüffende, ja. Und weil es gibt Weine, die natürlich vielleicht in ihrer Struktur, weil man auch das geschmacklich nicht so kennt, das ist vielleicht auch manchmal, ich sage jetzt vielleicht mit gewissen Käsesorten, die so einen Extremgeschmack haben. Mhm. Oder auch vielleicht, bei Wild früher war es so Ruhe war ja eine Tradition von den Eltern, weil es keine Kühlhäuser gab. Aber es gibt so Geschmacksrichtungen, die man nicht so kennt, dass man sich da schwer tut, weil Geschmack hat oft was mit Geruch und Erinnerung zu tun, dass man sagt, das ist nicht mein Cup of Tea. Oder vielleicht für uns auch schärfere Küche, die ja in manchen... Schärfer oder anders, aber es ist nicht mein Cup of Tea, aber du merkst, das hat was. Also du sagst dann auch, da muss ich nie mehr in dieses Konzert von dem Typ, aber das war schon eine geile Nummer. Also das hat aber etwas, was ist, ist es nicht meins, aber man muss akzeptieren, dass da was da hinten dran steckt. Mhm. Das ist das Entscheidende, wo man in Menschen empathisch ist. Das ist da, wo der Mensch auch, ich glaube, ganz, ganz, ganz fest dran, dass wenn du ein Bild siehst von einem großen Künstler und jemand hinschaut, berührt es jeden irgendwann, weil er sagt, da ist etwas, was anderes nicht hat. Und so ist es auch mit dem Essen, wo du sagst, au, da ist etwas, was nicht ist. Und beim Wein gibt es auch das. Aber wenn man dann eben wirklich hinschaut, ja, wenn man nicht nur, ah ja, schön, sondern sich da hinsetzt, und das also das ist der größte Thema, wer isst beim Essen nur spricht, kann nicht schmecken. Das kann das Hirn nicht. Mhm. Also musst du einfach mal auch auf diese Dinge auch mal drauf einsetzen. Es ist wie jemand in die Augen schauen, vielleicht mal hinkommen, ach, sie haben dunkle Augen, ist ja interessant. Mhm. Ist ja eine Frage der Höflichkeit. Ach, oder Gesprächsaustausch, ist eine Wahrnehmung, ein Bewusstsein, es ist eine sensitive Form. Ach, was ist das? Fragen Sie doch mal alle Ihre Freunde oder Bekannten, was haben Sie denn letzte Woche abends, sonntagsabends gegessen? Vorm Tatort? Weiß ich gar nicht mehr. War ich essen? Es gibt ja viele Leute, die gehen abends in ein Restaurant. Was hast du denn gestern gegessen? Können Sie meistens nur, wenn es 2 Gerichte den Hauptgang, das Vorspeise, wissen Sie gar nicht mehr. Mhm. Ja, weil Sie sich keine Gedanken drum machen. Ja. Und wenn man gedankenlos damit umgeht, wie will man denn dann eine qualifizierte Äußerung erwarten, dass einer sagt, gedankenlos auch mitreden kann? Mhm. Das ist eh nur Laberei. Ja. So. Das ist aber eine ganz provokante Frage noch. Ja. Warum brauche ich denn alles überhaupt? Warum? Sie brauchen das gar nicht. Das ist Ihre Entscheidung. Ja. Sie können ja auch, es gibt ein paar Dinge, die hat das Leben uns beigebracht, die wichtig sind. Darum ist ja eine Sache, dass man Erziehung hat. Das tut einem gut. Ja. Ich glaube auch, Schulausbildung hilft einem, um einen gewissen Weg zu bekommen. Und ich glaube auch, dass man mit einer gewissen Art von Bildung, mit einem gewissen Kennenlernen, die Welt in Gänze anders annehmen kann und anders verstehen. Und wenn man die Welt besser versteht und besser annehmen kann, hast du ein viel bewussteres und empathisch schöneres Leben. Hm. Also du meinst praktisch, dass man einfach die Schätze, die das Leben bietet, anders heben kann? Also ich gehöre, obwohl ich eher zu den Leuten höre, die von morgens bis abends durch die Gegend rauschen, gibt es aber jeden Tag einen Moment, wo ich jetzt, auch beim Autofahren oder wenn ich draußen sitze, dann guck mal, wie schön das Wetter ist. Und wenn es regnet, ist es auch toll. Oder ich guck mal, freue mich an die Dinge. Das ist so einfach ein Glücksmoment. Mhm. Und ich glaube, darum geht es doch, das Lächeln eines Menschen zu sehen, das einem freut, oder ein nettes Wort oder Menschen, nette Geste und. Und ich glaube, da gibt es Menschen, die da anders da drauf sind als ich. Also geht es vielleicht zusammengefasst, oder in deinem Verständnis zumindest zusammengefasst, primär darum, das Leben mehr genießen zu können mit allen Facetten, die es bietet, und auch dann bei einem qualitativ hochwertigen Wein mehr Nuancen genießen zu können, mehr Tiefe. Ja, natürlich, aber das ist ja, das fangen wir mal grundsätzlich an, wenn da viele sagen, oh, der Ralf Renzel, der Typ, mein Gott, ist ja klar, bla bla bla. Nee, schauen Sie mal, meine Herren, ich komme aus kleinsten Verhältnissen, bin Hauptschüler und bin mit 200 Euro mit weg von zu Hause, 200 D-Mark. Ich habe 16 Stunden, 6 Tage die Woche arbeiten dürfen. Ich habe geschuftet wie ein Hund. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich musste mich durchwühlen, weil sonst wäre nicht das geworden. Das hat was mit
Anstrengung und Leistung zu tun. Und das ist kein Märchen, das ist ein Fakt. Ich habe aber dann mit den Möglichkeiten, die ich dann hatte, auch mit umgehen können, dass mir Spaß macht, weil ich ein Ziel für mich habe, Dinge kennenzulernen. Und ich war am Anfang weinverrückt, schon als 12-, 13-Jähriger und essensverrückt. Und als 12-Jähriger? Ja, ich war ganz früh angefangen. Und da war ich schon ganz verrückt nach den Dingen, weil ich diese Aroma hatte und diese Spannung fand. Und wenn du das dann natürlich auch mal wertschätzen kannst, also wert und schätzen, dann gehst du vielleicht mit diesen Dingen anders um. Und ich glaube, das war, hat mich ein Antriebsfehler gehabt bei allem, dass ich diese Wertschätzung für mich finden konnte. Und ich wollte diese Dinge kennen und habe gesagt, wie komme ich da hin? Und wenn du das bezahlen willst, dann musst du halt 2 Euro mehr verdienen. Also muss ich mich mehr anstrengen, um mir das leisten zu können. So bin ich dann immer von mir immer getrieben gewesen, da nach vorne zu gehen. Und immer nach dem Motto, Müll interessiert mich nicht, nur das Beste. Ich glaube, hat mich dann immer wieder in diese Form gebracht, dass ich da relativ schnell einen Weg für mich gefunden habe und dadurch für mich ein Lebensmotto gefunden habe, das mich im Gegensatz sehr reich macht, weil auf der emotionalen Seite bin ich Multimilliardär, weil die Dinge, die ich erlebe, weil ich mich mit dem Geschmack und den schönen Dingen beschäftige am Tag, da empathisch bin, habe ich einen mehr Raum für mich gefunden, was andere nicht tun. Weil andere haben andere Probleme, vielleicht andere Ängste, andere Probleme, bla bla bla. Es gibt viel mehr, die haben viel mehr Geld, alles in Ordnung. Aber ich glaube, dass sie nicht so viel Spaß haben wie ich im Leben. Wie hängen denn Preis und Qualität überhaupt zusammen bei einem Wein? Ja, das ist eine gute Frage. Hängen die überhaupt zusammen? Ja, natürlich gibt es gibt Preise, die berechtigt sind. Also gerade in dem Bereich deutscher Wein haben wir das große Gap, dass eine Vielzahl guter Weine viel zu günstig sind. Aber es gibt auch viel zu viele Weine, die preislich hoch positioniert worden sind, um eine Wertigkeit darzustellen, die nicht gegeben ist, weil der Preis wird durch den Markt bestimmt, nicht durch den Winzer, um mal ein Beispiel zu sagen. Winzer besetzen einen Preis und sagen, das ist jetzt ein paar hundert Euro wert. Das reguliert der Markt und nicht der Winzer, dass man vorab mal ganz klar, aber das ergibt sich daraus, weil der Markt das haben will. Und wenn es Markt nimmt, wird nachgesucht und damit entsteht eine Preisnachfrage. Und das entsteht natürlich daraus eine Wertschöpfungskette, die ganz spannend ist. Was nichts wert ist, wird nicht bezahlt. Ja. Wie finde ich jetzt eigentlich, also ich bin ja ein sehr preissensitiver Mensch, in Schwaben groß geworden, so. Wie finde ich eigentlich, oder wo vielmehr, finde ich qualitativ hochwertige Weine für im Rheingau. Den möglichst schmalsten Taler. Im Mosel und im Rheingau. Grundsätzlich. Aber bei den Gütshäusern Wegener. Nein, also man muss natürlich sagen, jetzt kommt eine harte Aussage, der Rheingau und die Mosel ist wie in Bordeaux, sie finden dort die besten Weißweine der Welt, so wie in Bordeaux die besten Rotweine der Welt, aber auch die schlechtesten. Und das ist natürlich der Gap des Ganzen, das hören Sie nicht gerne. Und das ist dieses Leid einer Region, die einerseits von exzellent hochwertigen, tollen Winzern hoch anerkannt in der ganzen Welt Renommee erzeugen. Und genauso gibt es andere, die einfach mit dem, was sie tun, zufrieden sind, weil sie sagen, das ist mein Ding und mehr brauche ich mich nicht. Und nochmal ein wichtiger Wort ist, Qualität kommt von dem Begriff sich quälen. Und man muss auch ein bisschen mehr tun, um dieses zu erarbeiten. Und wenn man sich nicht quält, kann auch keine Qualität herkommen. Da kann ich ja als Winzer Stellschrauben drehen. Also das ist ja kein Zufall, wenn ich hohe Qualität erzeuge. Ja, das ist ein Bewusstsein. Ja, klar. Und jetzt kommt also, man muss auch wissen, was Qualität sein kann, weil das meiste ist ja, viele verstehen auch nicht, was wirklich Qualität vielleicht dann ist. Dann muss man sich bilden. Muss man mal nachschauen, da muss man auch sagen, was ist Benchmarks oder was gibt es da in dem Wein? Da hilft es vielleicht auch mal an dieser Stelle, das richtige Magazin zu lesen im Weinbereich, zufällig vielleicht Wein, das Weinmagazin, um sich weiterzubilden. Also das ist natürlich Verkauf pur heute. Oder man liest die richtigen Bücher aus unserem Verlag, weil da einfach eine Orientierung ist, dann, um einfach zu sagen, ach, das ist so. Dann sagt die Welt, Mensch, die sprechen immer von dem oder von das. Dann sollte man das schon mal nehmen. Also zum Beispiel, wie ich als junger Mann, als ganz junger Mann, kommen die 50, immer dieses Wort Champagner gehört habe, dann habe ich mir wirklich die erste Flasche Champagner kaufen müssen, weil ich so neugierig, was ist denn das Tolle an diesem Champagner? Ich habe damals 16 D-Mark gehabt, das war ein Mumm Gordon Rouge. Habe den getrunken, heimlich bei mir da auf dem Zimmer. Meine Mutter kam da irgendwann dahinter, dass da eine Flasche Champagner mal die Ohren fallen und das wollen wir gar nicht wissen. Die hat ja gedacht, ich werde voll. Wie alt warst du da? 15. Die hat ja gedacht, ich hätte einen Knall damals. Was ist denn hier los? Habe ich einen Alkoholiker, der dann Champagner trinkt. Weil ich wollte einfach mal wissen, was dieser Champagner ist. Ja. Was ist denn das? Ja. So, und das war die Neugierde. So, und was ist denn ein Bordeaux? Oder was ist ein großer Burgunder? Oder was ist das? Dann, ach, das ist so, dann hast du vielleicht so einen Messpegel.
dann gibt es eine Vergleichbarkeit und dann kann man mal sagen, wo steht man dann im Wettbewerb und können wir das genauso oder was ist da los? Kann eigentlich jeder Winzer hohe Qualität erzeugen, wenn er sich einfach an die Regeln hält sozusagen? Also ich glaube, dass jeder Winzer, der mehr aus den Möglichkeiten, die er hat, anstrengend umsetzen kann, ein Mehrqualitätsprodukt aus dem hat, was er vorfindet. Ja, das ist ja einer da, aber kann... Aber er kann nicht jeder tun, weil es gibt natürlich den Unterschied, das ist im Leben auch ungerecht an dieser Stelle, weil der eine kann halt schneller laufen, der andere nicht, der andere kann weiterhüpfen und der eine hat natürlich das Glück, besseres Terroir zu haben. Mhm. Ein besseres Grundmaterial von Gänse. Also eine Bevorteilung gibt es ja schon im Leben. Da ist das Leben nicht immer ganz richtig. Es gibt eine schöne Pointe, die dauert jetzt zu lange zu erzählen, mit Bernhard Paul und Hans-Peter Bodatz, was Gerechtigkeit im Leben bedeutet. Aber so ist es halt mal so. Mhm. Und eins ist auch klar, die komplette Demokratisierung dieser Form gibt es nicht, weil derjenige, der ein besseres Terroir hat, besser arbeitet und sonst, dann gibt es einen Unterschied. Das ist auch klar, wenn das eine andere Form und mehr Leute das haben wollen, dann wird mehr bezahlt. Dann kann der andere, der mit das noch in der Liege rumhängt und morgens nicht früh genug aufsteht und vielleicht mit dem Traktor durch die Gegend fährt, sich nicht wundern, dass andere, die Handlese und Arbeit und sonst was, mehr hinter dem Produkt sind, sagen, ich mache doch, glaube ich, das Gleiche. Das heißt Wein, stimmt. Das heißt auch Wein, ja. Aber es ist eine andere Qualität. Also was kann denn ich jetzt als Weintrinker, als Weingenießer machen oder wie gehe ich an den Wein ran, um den möglichst wertzuschätzen und zu genießen? Also Oder was sollte ich auf jeden Fall lassen zum Beispiel? Also erstmal nicht auf andere hören, sondern erstmal auf seine innere Stimme. Also ich glaube, das ist, da muss man ein eigenes Selbstbewusstsein entwickeln. Also das ist erstmal sagen, das ist mir, gefällt mir. Also sagen wir mal ganz schwarz-weiß, ich mag mehr salzig oder weniger salzig beim Essen. Säure, mit der kann ich umgehen oder Süße. Und in dieser Richtungsweise sollte man einfach so seinen Weg finden und dann sich auf diese Dinge einlassen, eine persönliche Form entwickeln und versuchen und einfach mal sich ranzuroppen und auch sich da nicht beirren lassen, wenn man einer Haltung ist, das könnte das sein. Aber am Ende muss man auch aufpassen, dass man sich nicht fehlleiten lässt, weil viele versuchen, Opposition zu treiben. Ach Gott, dann gehe ich doch das und das, das ist doch super. Also ich meine, nehmen wir mal das Beispiel Orange-Weine, die Verdumpfbackung dieser unglaublich tollen Rebsorte, die jahrtausendlang, wenn man versucht zu rekultivieren, zu einem Qualitätsprodukt, damit hinzubekommen, dass man sie in einen Misskredit, missgünstig in einem Zustand bringt. Das Spannende ist, dann sage ich ganz einfach, meine Damen und Herren, liebe Freunde des guten Geschmacks, mit Lebensmitteln spielt man nicht. Und ich finde das gänzlich unwirklich, dass man damit umgeht. Das ist eine Schande. Es gibt Produkte, die aus einer natürlichen Form, also was man früher so gemacht hat, eine Sinnhaftigkeit hat. Man hat ja früher versucht, erst den Convenience-Bereich, Lebensmittel langlebig zu machen. Ja. Und da gibt es auch tolle Produkte. Aber da gibt es auch viel, wo ich sage, Freunde, das macht man nicht. Das gehört sich auch. Beziehst du das jetzt ja generell auf den Trend Orange Wein oder auf den Trend, wo man einfach Weine über den Namen verkauft, während es aber eigentlich ein miserables Produkt ist? Ja gut, das ist ja das Thema, für die können ja alle rumlaufen. Es gibt ja nur ganz wenige Markenweine. Es gibt ja lustige Beispiele und ist ja auch in Ordnung. Und ich bin ja für jeden Spaß zu haben. Und wenn das kurzfristig alle Applaus haben, das gibt ja auch so da, boom, boom, boom. Also gut, tolle Künstler haben was Gutes gemacht, haben einen gewissen Unterhaltungswert. Aber wenn wir über solide handwerkliche Kunst im hochwertigen Wein zu bringen, wenn sprechen wollen, dann reden wir was anderem. Da muss man auch trennen. Ja. So, und jetzt kommen wir zu dem Thema Orange Wein oder. Da ist das eine oder andere bestimmt sinnhaftig. Und bitte, glauben Sie mir, ich habe alles gesehen auf dieser Welt, was das angeht. Und glauben Sie mir, ich habe mich auch mit beschäftigt. Und das gehe ich auch hin. Aber ich sage es nochmal, experimentell. Also Sie gehen ja nicht hin, tun eine Consommé schimmelig werden lassen und sagen mal, guck mal, wie sie schmeckt. Das ist ein verdorbenes Lebensmittel. Also was reden wir denn? Also dann muss ich sagen, da ist eine gewisse Naivität da,
eine Blauäugigkeit, um abzugrenzen, weil man das spannend findet, was toll findet. Leider auch geprägt zu einer Form einer Küche, die auch nicht harmonisiert hat. Das kam aus der Molekularküche, Ferrand Triard. Übrigens, den habe ich ja damals zu Documenta gebracht. Also ich bin derjenige, der auch zuerst mit Ferrand ja in Kontakt getreten ist, habe da viel schon für getan und das ist auch so. Du überschätzt meine Genussbildung. Nein, das ist auch wichtig und dann gab es halt andere und dann haben die auf einmal feststellen können, dass bei der Art von Küche, ob das bei Rezepti oben in Kopenhagen, da kannst du halt besser Obstsaft trinken oder nur einen Champagner durchtrinken oder Produkt oder so ein Orangewein und dann versuchen Sommeliers irgendwas dagegen zu setzen. Das ist nicht Harmonie, das ist Trennung von Geschmack. Das ist ein Effekthascherei, das ist wie ich will auch mal irgendwie wahrgenommen werden. Das ist eine Form, die vielleicht wie ein Effekt von Kunst oder Musik eine gewisse Art von Toleranz erlaubt, weil jeder hat so seine Phasen und das finde ich ja spannend, aber langatmig, langfristig, also ich glaube nicht, dass man in 100 Jahren das ernst nimmt in den Geschichtsbüchern. Das sieht man so, da gab es mal so eine komische Wahrnehmung. Ja. Da waren wir, glaube ich, schon richtig tief im Thema Genuss drin. Also das ist schon richtig tief. Ja, ich glaube schon. Also bevor wir uns in dieser Tiefe verlaufen, hätte ich gesagt, bringen wir das mal langsam so zu einem schönen Schlussplädoyer. Also zum Schlussplädoyer. Ja, und zwar, wir haben jetzt ja hier noch gar nicht aufgelöst, was wir denn überhaupt trinken. Ja, das ist klar, das wird er gern von mir wissen. Also das so quäle ich dich doch nicht. Also du darfst, ich möchte ja nicht die Bühne nehmen, aber ich hätte dich jetzt nicht hier so aller Wetten das ins Spotlight gesetzt, so springen wir über Stöckchen und sag mal, was da drin ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Wein spannend. Mhm. Das ist jetzt wirklich der Gipfel. Also es gibt manchmal so aus Südtirol solche Weine, die ich früher so einfach aus dem Becher getrunken habe. Also nicht diese Becher. Es gibt so gewisse Gläser, wenn ich so ein Glas hatte, die einfach so easy war. Also die kühl, gekalt, auf dem Ding, so ein bisschen so aus. Nee, Henkel nicht, also so Becherform. Ja, also so. Ich habe mal mit dem Alfred Biolek so ein Buch gemacht, damals über Trinken. Das erinnert mich so ein bisschen. Also wo so unkompliziert, das finde ich nett, charmant. Also du hast ja gerade gemeint, er ist spannend und jetzt sagst du, er ist unkompliziert. Das ist nicht ein Widerspruch? Spannend für mich, weil er so easy trinkbar ist. Unkompliziert, weil er ist nicht für mich fordernd. Und spannend deshalb, weil er einfach so eine einfache Form hat des Trinkflusses und ich mich schon interessiert, was es sein könnte. Weil wenn es mich nicht interessiert, würde ich aufstehen und gehen. Ja. Nee, sehr spannend. Also ich weiß ja, was drin ist. Ich weiß ja, was ich hier mitgebracht habe. Ich habe das lange, lange nicht getrunken. Ich bin sehr positiv überrascht. Vielleicht noch mal ganz kurz, bevor wir es jetzt gleich auflösen. Für wen ist denn das ein Wein und für wen ist das kein Wein? Oh, das ist jetzt eine gute Frage. Für wen ist denn das kein Wein? Ich sage mal immer, also damit kann jetzt ja vielleicht der Zuseher eigentlich mehr anfangen, als mit dem, oh, was ist das, woher, bliblablub. Also jemand, der ein bisschen Anstand für Geschmack hat, ist das ein Wein, der wunderbar viel abholen kann. Ja. Da bin ich fest überzeugt. Ja. Also ist das für eher den der gerade anfängt in seiner Weinwelt? Ist das für jemanden, der fortgeschritten ist? Für einen Kenner, für wen ist das? Also nochmal, für mich ist das ein schlapper Wein. Also dann kann ich auch abends trinken. Also damit wirst du mich jetzt nicht von der wegjagen. Und das ist doch wunderbar. Ja. Der hat seine Daseinsberechtigung. Also gar nichts zu sagen. Aber ich finde das für einen Einsteiger genauso spannend, wie einen Mündigen, der überhaupt ein Weinkenner zu sein. Aber ich glaube, das ist eine anständige Qualität. Also das spannend. Der dann? Ja, das ist dann macht es da jemand richtig, ja? Ja. Sehr spannend. Also, was haben wir? Wir haben tatsächlich Deutschlands meistverkauften Rotwein. Passt, klar. Ja. Von unserem Freund. Ja. Dein Freund? Ja, von unserem Freund, Herr Kweiser. Nee, also ich bin sehr positiv überrascht. Das ist ja für, ich glaube, ich habe das auch schon so ein bisschen mal langläufig so als Paradebeispiel von so Supermarkt-Plörre-Wein so hergenommen, aber ich bin heute sehr, sehr positiv überrascht. Ja, aber der schmeckt nur deshalb, weil er kalt ist. Ja, der war... Und der vorher kannst du den wegschicken. Ja, also jetzt so, was wird er haben? Oder vorher nach den Eiswürfen wahrscheinlich eher so 13, oder? Ja, 13, jetzt 15, 16. Ist ganz kalt, wenn ich den kalt trinke, kann ich ein Glas trinken. Ja. Und dann ist das, da muss ich auch den Leuten von... Entschuldigung, Rotkäppchen, das ist hier, also, oder Entschuldigung, Reidemeister und Ulrich hat das ja damals entwickelt, mit dem, das ist ein wunderbarer Preis-Leistungswein, wo nichts zu sagen ist. Ja. Nur bitte, trink den mal warm, da lasse ich den stehen.
Und darum habe ich ja einfach auch diese Reflex gezeigt, die geht nur in Kühle zu trinken. Ja. Nee, spannend. Da habe ich auch selber jetzt wieder was neu gelernt, dass der Wein, den ich definitiv, also das Ding ist ja immer, so ein Wein, wenn ich den trinke, dann kriege ich den halt immer irgendwo, wo ich zu Gast bin, wo jetzt ja nicht so viel Weinkennertum da ist. Und dann ist es natürlich auch gleich immer in Verbindung mit Grillparty und 26 Grad wahrscheinlich der Wein. Gut, dann musst du noch sagen, das ist ein 21er, der natürlich vom Jahr eh etwas schlanker agiert als die 20er oder die anderen Wärmejahre, die da sind. Aber nochmal für das Preis-Leistung top, gibt es keine Frage. Was kostet der jetzt? Ich meine, regulär kostet 7,99, aber das ist alle Nase lang für 4,99 im Angebot. Ja, es gibt ja die Angebote, kenne ich, ja. Und den hast du im Supermarkt gekauft? Ja. Mhm. Habe ich nicht selber importiert. Dankeschön, dass du so viel Zeit und Geld für mich investiert hast. Ralf, bitteschön. Sehr, sehr gerne. Mhm. Du bist mir um nichts zu schade. Das dachte ich mir. Ja. Obwohl ich fast schon eine Vermutung hatte, aber das ist immer so ein Bauchgefühl. Witzigerweise, oft bei Verkostung, das hört sich jetzt wirklich so klug, ich dachte, ach, jetzt haue ich mal einen raus, das könnte sein, dann ist so ein Instinkt, ach, das könnte das Ding sein, aber sagst, nee, das wird er doch nicht mit mir wagen. Ja. Das ist sehr gut. Nee, schön. Also ich, was ich auf jeden Fall jetzt heute mitnehme, ist, dass ich vom Genusspapst höchstpersönlich Erlaubnis bekommen habe, Eiswürfel in Rotwein zu schmeißen. Ja, darum finde ich das sehr gut. Vor 20 Jahren oder 30 Jahren gab es einen Wein, der hieß Amselfelder von der Marke Racke. Der hat Deutschlands Rotweintrinken beigebracht. Und man muss einfach sagen, dass dieser Doppio Passio Primitivo ein Wein ist, der unglaublich in Deutschland anerkannt ist. Viele Menschen mögen das, es ist unglaublich ein Boom. Aber wie gesagt, er mir in Gänze im Alkohol zu hoch ist, er belastet mich auch so. Also eine Flasche von dem zu trinken, macht mich eher ein bisschen, also ich persönlich so. Aber es gibt viele, die das haben wollen. Und nochmal in dem Zustand der Kühle ist das für mich ein Wein, den kann ich so wegtrinken. Ja. Hammer. Sehr cool. Ralf, ich sage dir ganz, ganz vielen lieben Dank. Es ist anders geworden, als ich erwartet habe. Aber ich hab viele tolle Sachen gelernt. Ganz, ganz vielen Dank dir. War mir eine Freude. Also, Rademeister Ulrich, Freunde der Nacht, denkt dran.